und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen. Und dieses Mal wird das sein Pinball Go, Daredevil Dynamite und die drei Fragezeichen Rätsel aus der Geisterwelt. Mein Name ist Gerald und ihr hört schon, dieses Mal ist wieder Deutsch an der Reihe. Ich alterniere die Sprachen immer, das heißt, nächstes Mal ist wieder Englisch dran. Und dieses Mal eben das Ganze auf Deutsch. Und wie immer habe ich hier wieder meinen kleinen Aufbau mit dabei. Ich erkläre nur ganz kurz, was dahinter steht und was ich hier verwende. Das ist einmal eine Maus, nämlich diese Arc-Maus hier als Input-Device für den Maus-Input. Dann habe ich das Fordable-Keyboard, das ist dieses Keyboard hier, das einfach eben eine 10-Finger-Schreibtastatur zur Verfügung stellt. Und ich habe dieses Mal auch wieder ein Spiel mit dabei, was man mit dem Xbox One als Wireless-Controller spielen kann. Das heißt, auch der hier wird eben als Gamepad bei uns eingesetzt. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Gamepad verwenden, was ihr in irgendeiner Form gekoppelt bekommt, also entweder ein Bluetooth-Gamepad oder ihr braucht eben ein USB-Gamepad oder irgendwas, was mit USB betrieben wird. Das muss nicht unbedingt ein Kabel sein, ihr könnt auch eine Wireless-Verbindung haben, aber ihr braucht dann eben diesen kleinen USB-Dongle und der muss eben einfach Plug-and-Play-fähig auf dem PC sein, dann funktioniert es normalerweise auch hier. Und wenn ihr sowas natürlich habt, braucht ihr in irgendeiner Form noch sowas wie dieses Display-Dock, was wir hier haben. Das kann auch einfach nur ein Adapter direkt am Smartphone sein oder so, spielt keine Rolle. Auf alle Fälle, dieses Display-Dock ist eben mit unserem Smartphone verbunden. Das ist ein Continuum-fähiges Smartphone, nämlich das Lumia 950 XL von Microsoft. Und das hat eben einen USB-C-Anschluss, ist darüber eben gekoppelt mit diesem Display-Dock, was wir da sitzen haben. Und das ist wiederum verbunden mit dem Fernseher per HDMI und dadurch kann ich eben diesen Desktop-artigen Zustand auf den Fernseher bringen. Wer noch ein bisschen genauer darüber wissen möchte, wie das Ganze funktioniert und so weiter, schaut einfach mal da oben in die Ecke rein, da findet ihr Videos, wo das noch ein bisschen genauer erklärt wird und wo einfach noch ein paar weitere Infos dazu eben zur Verfügung stehen. Ja, und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach an mit dem ersten Game. Das ist bei mir jetzt Pinball Go. Das ist ziemlich genau das, wonach es sich auch anhört. Also es ist ein Pinball-Spiel eben, auch relativ simpel vom Aufbau her, aber ganz nett gemacht, kann man auch ganz gut spielen, hat so ein bisschen ein Problem, dass es eher für die Touch-Bedienung ausgelegt ist. Das heißt, ihr müsst mit der Maus, wenn ihr das mit der Maus spielen wollt zum Beispiel, jetzt ein bisschen hin und her klicken. Ich finde es nicht schlimm, man kann es spielen. Ich bin allgemein nicht so der Riesenfan von Pinball-Spielen, muss ich sagen, was ich hier irgendwann relativ langweilig finde. Aber wer das gerne spielt und gerne auch so Automaten oder sowas früher gezockt hat, der kann gerne auch hier mal reinschauen. Ja, was ihr hier schon seht, ist, wir können einfach mal hier unten noch die Leiste wegmachen, damit wir ein bisschen mehr Screenspace haben. Ganz oben gibt es ein bisschen Werbung, manchmal lädt sie, manchmal nicht, kommt immer drauf an, was da gerade reinkommt. Auf alle Fälle ist das eigentliche Spiel ziemlich simpel, wie man sich es auch überlegt oder sich eben denken kann. Also wir haben hier einfach die Möglichkeit, Audio aus- oder einzuschalten. Wir haben Teilen-Link, ich glaube, das sind andere Spiele von denen. Dann kann man hier noch in den Shop mal kurz reingucken. Das sind einfach weitere Spiele, die auch von diesem Hersteller sind. Und, oder von diesem Entwickler sind, der dieses Ding hier gemacht hat. Und sonst eben das ganze Raten natürlich. Und sonst können wir einfach mal loslegen und einfach mal reinschauen, wie das Ganze gespielt wird. Wie gesagt, ist ganz simpel. Eine Sache, die dahinter steht, warum ich jetzt gesagt habe, dass es besser für die Touch-Bedienung ist, als für die Maus zum Beispiel. Bei Touch könnt ihr zum Beispiel euer Smartphone dann nehmen und einfach eben links oder rechts klicken, um eben diese beiden Klöppel oder wie man es auch immer nennen möchte, eben dann auch auszulösen. Hier ist es so, dass ihr auf die jeweilige Seite klicken müsst. Das heißt, ihr müsst eben am besten so die Maus immer so ein bisschen in dieser Richtung hier auch halten. Und je nachdem, wen ihr halt gerade klicken wollt, müsst ihr eben links oder rechts ein bisschen hin und her fahren. Sobald ihr über diese gedachte Mittellinie, die gibt es hier nicht, aber die gedachte Mittellinie hinauskommt, wird der andere ausgelöst, sobald ihr klickt. So, wir klicken einfach mal auf Start. Da oben seht ihr unseren Ball, der reinkommt. Wie gesagt, ganz simpel gemacht. Und ihr habt schon gesehen, ich war zu spät dran. Das liegt daran, dass ihr ein bisschen die Verzögerung mit einem berechnen müsst. Ich sitze hier ganz mies dafür, um das zu zocken, glaube ich. Ja, jetzt hat es mal geklappt, dass ich es ungefähr hingekriegt hätte, aber jetzt ist natürlich nicht hochgeflogen. Wir versuchen es einfach nochmal. So, jetzt hat es mal hingehauen. Jetzt habe ich es gerade verbockt, weil ich einfach nicht geblickt habe, dass der Ball hier eine Runde dreht. Ihr seht schon, relativ simples Game. Ihr sollt im Prinzip diese Dinger hier einsammeln. Ihr habt dafür nur begrenzte Zeit. Das seht ihr immer, wenn ihr euch diese Punkte da auch anschaut. Denn diese Punkte haben so eine Art Timer unten dran. Und wenn man mal drin ist, dann wird es auch irgendwann ein bisschen besser. Ich versau's gerade echt übel. Nennt sich Vorführeffekt. Ja.
Und ganz wichtig, ich habe auch schon gesagt, es ist für Touch ausgelegt. Das heißt, haltet bloß nicht die Maustaste fest, weil der eigentliche Befehl wird erst ausgeschickt, wenn ihr die einmal geklickt habt, also vollständig geklickt habt. Das ist typisch für so Touch-Games, weil die eben, das hat einen programmatischen Hintergrund. Ich kenne den auch, das kenne ich, wenn man die nicht speziell anpasst, auch nochmal für eine Maus zum Beispiel, dann habt ihr mal das Problem, dass eben der Runterdrückbefehl im Prinzip bei Touch wichtig ist, weil ihr sonst nämlich swiped und so. Das gibt es bei der Maus im Endeffekt nicht, dementsprechend ist es nicht so wichtig für die Maus und deswegen gibt es bei der Mausbedienung eben diesen Befehl nicht. Ich glaube, ich jetzt ein bisschen zu tief, um euch das jetzt noch genauer zu erklären. Wie gesagt, hat diesen Nachteil, ich finde den mittlerweile aber eigentlich sogar ganz nett, weil man sich das einfach so ein bisschen als Schwierigkeitsgrad dann noch vorstellen kann, dass man eben das Ganze noch mit reinbringt und damit eben spielt. Wie gesagt, ich bin selber nicht so der Riesenfan von Pinball-Spielen, also überlegt euch, ob ihr es zocken wollt oder nicht. Ich persönlich finde, dass man das hier besser auf dem Touchscreen zockt als eines der wenigen Spiele, weil ich mag eigentlich große Displays. Aber im Endeffekt, das ist eins der Spiele, das man besser auf dem Touchscreen spielen sollte, wenn man eben solche Pinball-Spiele mag. Wie gesagt, ist nicht so ganz mein Fall, deswegen machen wir hier auch jetzt schon Schluss. Ich kann euch nämlich auch gar nicht viel hier weiter erklären und zeigen, was da noch dahinter steht, weil es ist genau das. Es ist ein Pinball-Spiel. Wenn ihr das gerne spielt, spielt es. Und wenn ihr es nicht spielen wollt, dann lasst es am besten bleiben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das hier einfach mal zu. Und natürlich den Store brauchen wir auch gerade nicht, schließlich beides mal. Und wir schauen uns einfach mal das zweite Spiel an. Das zweite Spiel ist jetzt das Spiel, das den Xbox One S Wireless Controller unterstützt. Und ist ein relativ nettes Spiel, finde ich eigentlich. Auch nicht leicht. Also müsst eine Weile spielen, bis ihr das mal irgendwie so ein bisschen drin habt und damit spielen könnt. Das Spiel heißt Daredevil Dynamite. Gehe ich auch wieder hier auf meine alle Apps-Liste. Klick einfach mal. Ah, da ist es sogar noch hier oben. Also normalerweise würde ich jetzt natürlich suchen. Brauche ich nicht. Ich klicke einfach mal drauf und ich zeige euch mal, was dahinter steht. Also, es ist eine Art von Jump and Run. Eigentlich fahrt ihr aber Motorrad. Also, es ist so eine Mischung aus Jump and Run und Motorradfahren irgendwie. Gespielt ihr das Ganze über den Stick hier. Also, damit steuert ihr im Prinzip nämlich Bremsen oder Vorausfahren. Was anderes könnt ihr nicht. Also, hoch, runter geht nicht oder sowas. Und dann, egal welcher Knopf, also welchen ihr hier auch immer am liebsten habt, könnt ihr drücken, um damit zu springen. Und das ist auch schon das, was dahinter steht. Wie gesagt, ihr könnt hier jetzt einfach auch durch das Menü schon durchklicken. Könnt euch hier mal zum Beispiel vielleicht noch die Einstellungen anschauen. Egal welchen Button ihr drückt, hier davon wird hier verwendet. Hier oben seht ihr auch, ihr könnt eine Sprache auswählen. Also wenn man da jetzt mal hochgeht, wähle ich bei mir natürlich, jetzt Deutsch. Ihr müsst übrigens nicht irgendwie was drücken dafür, das ist so. Und wenn ihr euch da befindet, also nach oben geklickt habt und dann einfach links oder rechts drückt, dann wird es automatisch angenommen. Ihr braucht gar nichts weiter machen, dass das hier genau ist. Okay, ich bin scheinbar männlich oder weiblich. Also männlicher oder weiblicher Fahrer könnt ihr aussuchen. Wusste ich gar nicht, aber ist so. Und wenn ihr damit fertig seid, drückt ihr einfach nochmal einmal eine Taste, kommt wieder raus und jetzt könnt ihr im Prinzip dann hier weitersetzen. Jetzt könnt ihr hingehen, könnt ihr eben hier nochmal in die Hilfe angucken oder wie wir das jetzt machen, wir spielen einfach mal los. Wie gesagt, ich verwende jetzt den Xbox One Wireless Controller dafür und ich würde mich dafür jetzt auch ganz kurz umdrehen, weil das ist ein schnelles Spiel und wenn ihr bei solchen schnellen Spielen einfach nicht von der richtigen Seite aus da drauf guckt, dann ist das echt keine gute Art, die zu spielen. Zusätzlich werde ich noch die Musik ein bisschen runterdrehen, damit ich nicht so schreien muss hier und das ist im Prinzip auch schon alles. Ich habe meine Maus jetzt da unten gehabt. Ich bewege sie gerade mal ein bisschen weg, dass wir einen vollen Screenspace haben. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt sehen. Ja, müsstet ihr. Wir haben, wie gesagt, hier eben den Controller. Jeder dieser Tasten hier wird ihn zum Springen bringen. Und hiermit könnt ihr eben dann steuern, wie es weitergeht. Das heißt, ich drücke einfach mal auf Start. So, drin sind wir. Und jetzt bin ich auf die Info gegangen, sorry. Da waren wir, genau. Also, Start. Und hier seht ihr schon, wir haben verschiedene Levels, die wir spielen können. Und wir starten natürlich immer, also ich starte jetzt einfach mal ganz oben links. Je nachdem, wie weit ihr eben kommt, werden hier auch weitere freigeschaltet. Dann könnt ihr noch weitere Levels davon spielen. Wir starten einfach mal mit dem ersten. Und hier seht ihr schon euren kleinen Typi da unten. Wir können Gas geben und wir können eben springen mit jeder Taste. Ihr seht auch, ganz unten gibt es so eine kleine Zeitleiste. Die Zeitleiste ist eben insofern wichtig,
dass wenn dieses Ding irgendwann mal abgelaufen ist, dann geht ihr drauf oder wenn ihr im Gegenfahrt, wie ich jetzt. Ich drehe übrigens, glaube ich, die Audioausgabe wieder ein bisschen hoch. Im Menü ist die ziemlich laut, hier im Game nicht so stark. Wir probieren es einfach nochmal. Und los geht's. Also, ihr habt eine Zeit, die im Prinzip hier wichtig zu wissen ist. Und ihr habt eben die Möglichkeit jetzt mit eurem kleinen Fahrer hier, wieder voll reingesprungen, mit eurem kleinen Fahrer, den ihr da habt, eben solche Power-Ups einzusammeln. Und ihr müsst eben ganz nach oben kommen. Ihr seht auch schon, ihr fahrt immer einmal von links nach rechts. Und da kommen dann verschiedene Hindernisse auf euch zu, völlig unterschiedlich übrigens. Also ihr könnt da von Kakteen über Pyramiden, über Steinhaufen, über Palmen, über, ich weiß nicht, was da alles noch kommt, ganz viele verschiedene Sachen eben in dieser Art, werdet ihr drauf treffen. Und ihr habt eben immer so verschiedene Power-Ups, die da in der Gegend rumfliegen. Die einen, die bringen nur Punkte, die könnt ihr dann oben sehen. Und die anderen machen euer Motorrad, auf dem ihr fahrt, dann zum Beispiel besser und so weiter. Also ihr kriegt da irgendwie zum Beispiel dann eine Geschwindigkeit drauf bei diesem Rad, was wir da haben. Wir haben auch sowas wie Spoiler und so, die wir anbauen können und so weiter und so fort. Ganz viele verschiedene Dinge. Und ihr werdet ein paar Mal ausprobieren müssen, wie das Ganze hier zu spielen ist, um das Ganze eben hinzubekommen. Dann einfach Gas geben, tut ihr eben mit nach vorne drücken oder in die jeweilige Richtung drücken. Und wenn ihr eben das loslasst, dann werdet ihr einfach langsam. Ihr könnt auch nach hinten drücken, um dann zum Beispiel Pause zu machen. Und das kann gut oder schlecht sein, je nachdem, was für einen Bereich ihr eben hier gerade habt. Ich springe jetzt voll da drauf. Das finde ich ein bisschen lustig, dass dieser kleine Mini-Berg da nicht für uns als Motorradfahrer überfahrbar ist. Aber es ist eben so, ist auch ein Hindernis. Und es gibt teilweise dann einfach als Beispiel solche Zwischenbereiche. Und ihr seht, diese Punkte und Power-Ups, die geben uns einfach ein bisschen mehr Zeit, hier uns nochmal zu bewegen. Und ihr müsst jetzt eben versuchen, hier durchzukommen. Übrigens, wenn ihr zweimal drückt, also während ihr in der Luft seid und dann nochmal drückt, dann macht ihr so einen Überschlag, dann kriegt ihr nochmal zusätzliche Punkte und so weiter und so fort. Also ganz nett gemacht. Und ihr seht schon, wir haben noch solche Zusatzpunkte frei, oder besser gesagt, wir kriegen eben Punkte dafür, dass wir das in einer guten Zeit hinbekommen haben. Am Anfang ist die Zeit überhaupt nicht problematisch, finde ich. Da ist viel mehr problematisch, dass ihr zum Beispiel über diese Gaps hin drüber kommt und so weiter. So ein Gap ist übrigens nicht automatisch euer Tod, also wenn ihr da mal reinfallt, geht ihr nicht automatisch drauf, sondern ihr werdet einfach auf der unteren Ebene dann weiterfahren müssen. Und ja, hab Glück dieses Mal. Ja, Mist gebaut, da bin ich draufgegangen. Also, solange nicht so eine Bombe zum Beispiel in diesem Gap drin ist, ist der nicht wirklich tragisch, wenn ihr da reinfallt oder sowas. Ihr dürft natürlich die Bombe nicht berühren, sondern müsst drüber springen in irgendeiner Form. Und ihr wollt immer ganz nach oben, ganz oben, seht ihr da oben auch schon. Wir sind da schon beinahe, also die zweitnächste Ebene, wie auch immer, die grüne ganz oben, da wäre ich schon am Ziel gewesen für dieses Level. Wir probieren es noch einmal. Ich finde es nicht super simpel, also je nachdem, ihr werdet ein bisschen brauchen. Das war jetzt gerade ein Riesenrand von mir, dass ich das mal gut hingekommen habe. Weil hier habe ich jetzt zum Beispiel keine Chance drüber zu kommen, weil ich einfach zum falschen Zeitpunkt losgesprungen bin. Und so müsst ihr jetzt versuchen, über diese Hindernisse hinwegzukommen. Und ganz wichtig, es ist völlig egal, wie ihr die Hindernisse berührt. Also selbst wenn es sich eigentlich so anfühlt, als müsste so ein Motorrad damit ganz gut klarkommen und dann noch weiterfahren können, kann das trotzdem praktisch unmöglich sein, damit noch weiterzufahren. Das heißt, ihr müsst halt wirklich versuchen, drüber zu kommen und natürlich früh genug drücken, weil sonst geht ihr eben am nächsten Hindernis drauf. Also ihr müsst immer so ein bisschen einkalkulieren, wo ihr als nächstes dann hinkommt. Und ihr werdet einfach ein paar Mal brauchen, um so ein Level durchzuschaffen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man das hier wirklich mit einem Run irgendwie durchspielen könnte. Ja, Peter, da hätte ich jetzt gesagt, Motorrad wäre das egal gewesen, hätte auch drüber fahren können. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach dagegen getroffen, also das doch noch irgendwie berührt haben, sind wir eben draufgegangen. So, und sonst eben hier, ihr seht, wir haben jetzt einfach mehrere Möglichkeiten, unser Teil hier fertig zu bauen. Und schon wieder zu früh. Nochmal. Ihr seht auch, wenn ich diese Power-Ups einbaue, dann wird mein Motorrad sich verändern dabei. Das wird einfach zum Beispiel andere
War wieder zu früh. Ah, doch nicht. Ja. Hat einfach andere Eigenschaften, die das Ding auch ein bisschen bekommt, so Federungen und alles mögliche, was ihr so einsammeln könnt. Und ganz wichtig, das habe ich jetzt ein paar Mal hier schon eben nicht getan. Ich komm da auch immer aus dem Fluss und krieg's nicht ganz hin. Aber ganz wichtig, um eins dieser Spiele hier richtig zu spielen, es geht nicht darum, immer am allerschnellsten zu sein. Ihr könnt auch einfach mal zwischendurch Pause oder bremsen oder was auch immer, solange die Zeit da unten nicht abläuft, das ist völlig egal für euch. Also wir probieren es jetzt nochmal. Ich denke auch, das ist jetzt so der, vielleicht noch zweimal oder so, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann ist es halt so. Nochmal Glück gehabt. So, jetzt mache ich mal ein bisschen langsam, weil, wie gesagt, ich habe ja genug Zeit, um das Ding hier auch durchzubekommen. Und da bin ich jetzt drauf gegangen, weil ich zu langsam war zum Zeitpunkt. Also ihr müsst einfach einkalkulieren, wie schnell ihr fahren müsst, um eben über sowas drüber zu kommen. Wir versuchen es einmal noch. Und es ist gut möglich, dass ich es nicht schaffe. Dann ist es halt so. Ja, viel zu früh, vergiss es. Also, dementsprechend, so spielt man das Spiel. Ihr seht eben, ihr könnt hier die verschiedenen Sachen einsammeln, diese Früchte einsammeln und so weiter. Je nachdem, wie weit diese Dynamitstangen hier, deshalb heißt natürlich auch das Spiel eben Daredevil Dynamite, je nachdem, wie weit die Dynamitstange im Prinzip runtergebrannt ist, oder besser gesagt, die Zündschnuppen der Dynamitstange, umso mehr Punkte oder umso weniger Punkte kriegt ihr. Und natürlich würdet ihr sterben, wenn ihr gar keine mehr übrig habt. Und das seht ihr auch an der Spielfigur zum Beispiel, wenn ihr damit spielt, die hatte eben auch so eine Zündschnur, die abläuft und ihr müsst eben möglichst schnell dann zum Ziel kommen, um eben nicht zu explodieren. Ja, das ist das Spiel. Super zu spielen mit dem Xbox One S Wireless Controller. Ich muss zugeben, dass ich es noch gar nicht mit was anderem versucht habe, denn der funktioniert wirklich wunderbar dafür. Spielt es einfach mal, probiert es aus, vielleicht gefällt es euch ja auch. Gut, und dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal das letzte Spiel für diese Episode an. Und das ist ein bisschen was Längeres und zwar auch was jetzt für die deutschen Zuschauer besonders bekannt. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern auch die drei Fragezeichen gibt. Auf alle Fälle ist das hier sind wirklich die drei Fragezeichen, die ganz typischen, die wir auch kennen von früher aus unserer Kindheit. Ich gehe einfach mal drauf. Und das Spiel heißt natürlich die drei Fragezeichen Rätsel aus der Geisterwelt, wie schon angekündigt. Ich gehe mal drauf. Was dahinter steht, ist ein Adventure, bis zum gewissen Grad zumindest. Und ihr werdet eben die verschiedenen Charaktere auch wirklich spielen. Die rennen nicht auf dem Bildschirm rum oder sowas, sondern ihr seht immer aus der Perspektive dieser Charaktere, diese drei Fragezeichen eben, die verschiedenen Schauplätze und müsst jetzt versuchen, hier Rätsel zu lösen. Übrigens finde ich das relativ schwierig. Ihr habt nämlich praktisch keinerlei Hilfen bei diesem Game. Also ihr müsst wirklich ziemlich selbstständig gucken, wo was ist, müsst was anklicken, müsst dann verschiedene Dinge auslösen und so weiter und so fort. Also es gibt hier jetzt nicht die Möglichkeit irgendwie, ich weiß nicht, mit Tipps euch weiterzubringen oder dass ihr irgendwie einfach durch Mouse-Over oder sowas dann mitbekommt, ah ja klar, ich muss hier klicken oder sowas. Alles nicht der Fall, ihr spielt wirklich selbstständig, ziemlich eigenständig, was ihr zu tun habt. Seht ihr manchmal so in so einem, also es gibt solche Akten, die immer angelegt werden, das zeige ich euch gleich, wenn wir ins Spiel reinkommen. Und das ist das, was dahinter steht. Ja, und das Spiel hat eine schöne Geschichte und zwar geht es hier um einen Schrottplatz. Also das Hauptquartier der drei Fragezeichen ist auf dem Schrottplatz, ganz einfach. Und auf diesem Schrottplatz stirbt eben jemand, nämlich irgendjemand, der mit euch früher zum Beispiel auch so Campingausflügen und sowas war. Und ihr müsst eben versuchen herauszufinden, warum der gestorben ist, denn ihr würdet sein Erbe antreten und würdet dann natürlich noch ein bisschen Kohle rausholen und einfach... Allgemeinheit wollt ihr herausfinden, was denn mit eurem Kumpel da passiert ist. Oder mit eurem, sagen wir mal, Ziehvater. Ich weiß nicht genau, wie die Verhältnisse da genau sind, aber so in die Richtung geht das. Ich gehe jetzt auch hier mal auf Spielstand. Ihr könnt nämlich unterschiedliche Spielstände spielen. Wenn ihr jetzt zu dritt oder sowas dieses Spiel spielen wollt, jeder soll seinen eigenen Spielstand bekommen. Kein Problem, geht hier unten drauf. Und könnt hier eben dann zum Beispiel den Spielstand 2 einfach mal loslegen. Das ist mein erster, mit dem ich gespielt habe und dementsprechend die anderen verwenden. Ich gucke aber ganz kurz nochmal hier mit rein, also wir gucken uns einfach mal an. Hier gibt es noch die Möglichkeit eben die Sprachlautstärken und die allgemeinen Lautstärken eben einzustellen, ob ihr die Untertitel haben wollt oder nicht, könnt ihr die auch noch einstellen. Und sonst gibt es eben einfach noch so Infos und was sind die drei Fragezeichen. Das hier weiß ich gerade selber nicht, was das überhaupt ist.
Das ist einfach ein Hilfetext, wo man nochmal anfragen kann, wenn man das möchte, tun wir aber nicht. Dementsprechend gehe ich jetzt hier eben auf den Spielstand und wir spielen eben einen neuen los. Wenn ich einfach auf Spielen gehe am Anfang, dann spielt er eben immer den letzten, den ich hatte. Was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist, wenn ich euch jetzt was zeigen möchte, möchte ich euch natürlich von Anfang an das Ganze zeigen. Und gelaunt kehren Justus, Peter und Bob von ihrem Zeltausflug in den Santa Monica Mountain zurück. Doch kaum haben sie den Schrottplatz erreicht, erschrecken sie fürchterlich. Jemand scheint gestorben zu sein. Erst später in ihrer Detektivzentrale finden sie die nötige Ruhe, um die Ereignisse des Wochenendes Revue passieren zu lassen. Vielen Dank fürs Aufbauen, Jungs. Hier habt ihr Kirschkuchen als Proviant. Aber Justus, nicht alles auf einmal verdrücken, hörst du? Ja, wir werden die Versteigerung schon schaukeln. Also, macht, dass ihr fortkommt. Ach Mensch, Just, wenn wir geahnt hätten. Wir waren nicht mal zu erreichen. Das war nicht meine beste Idee, auf einem handyfreien Wochenende zu bestehen. Halb Rocky Beach hatte schon kondoliert, bevor wir überhaupt Bescheid wussten. Also mich tröstet das nicht, all das Gerede vom schönen Jenseits. Gespenstische Vorstellung, dass uns jemand von dort aus beobachten könnte. Nicht nur Peter bekommt eine Gänsehaut. Immerhin ist jemand auf dem Schrottplatz gestorben. Und sollte es sie tatsächlich geben? Eine Geisterwelt? Ja, da wir ziemlich genau wissen, wie der Titel von diesem Spiel heißt, würde ich sagen, gibt es eine Geisterwelt oder zumindest was Ähnliches. Und hier seht ihr jetzt einfach, wir haben das erste Kapitel, in dem wir uns jetzt befinden und das sind eben die Waisenkinder. Jedenfalls bin ich froh, dass Tante Mathilda und Onkel Titus wohlauf sind. Sie waren genauso erschrocken wie wir. Dieser alte Mann, der bei der Versteigerung entschlafen ist, Nolan Gallagher, ein Millionär. In der Zeitung steht ein Nachruf. Wo ist sie denn hin? Kollegen, wir kommen nicht umhin, als erstes die Zentrale auf Vordermann zu bringen. Dann können wir der Frage nachgehen, warum ein Millionär Trödel ersteigern sollte. Wie steht's eigentlich um das Sicherheitssystem, das du installieren wolltest, Just? Ich gehe mit gutem Beispiel voran und lege ganz ordentlich eine Akte an. Bei Millionären ist unserer Statistik zufolge mit einem neuen Fall zu rechnen. Ja, und jetzt geht's auch schon los. Also werdet direkt ins Geschehen geschmissen, mehr oder minder. Ihr habt, wenn ihr zugehört habt, habt ihr auch schon gehört, was ihr zu tun habt. Ihr sollt nämlich das Sicherheitssystem aufbauen. Und natürlich schauen wir uns auch ein bisschen hier um. Und jetzt, wie ich schon gesagt habe, es gibt praktisch keine Hilfen. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwo drüber fahren und habt dann irgendwie einen Hover oder sowas. Sondern ihr sucht wirklich ziemlich selbstständig an diesem Zeugs herum. Es ist nicht wirklich ein Wimmelbildspiel, auch wenn es so ein bisschen Charakter davon auch hat. Es ist mehr wirklich ein Adventure, wie man das so klassisch gesehen hat früher. Ein Point-and-Click-Adventure. Und natürlich ohne Spielfigur, wie gesagt, ihr seht ihr nicht. Ihr werdet auch später auf Leute treffen, mit denen ihr redet und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, hier rum geht's. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal hier auf die Tür klicke, und wie gesagt, es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, ob ich da draufklicken kann oder nicht. Wenn ich da jetzt draufklicke. Kollegen, die Zentrale und der Zeitungsartikel haben Vorrang. Dann hört ihr eben, ja, im Moment können wir noch nicht gehen. Wir sollen erstmal hier noch eben aufräumen und diese Zentrale eben korrekt hinbekommen und natürlich den Zeitungsartikel noch raussuchen und gucken, was dahinter steht. Dafür könnt ihr euch hier jetzt einfach mal ein bisschen umgucken und ich weiß natürlich so ein bisschen schon, wo ich hinklicken muss. Ich kann zum Beispiel hier mal mein Handy einsammeln. Ich war ja mit meinen Jungs hier... Mein Handy? Es wird Teil unseres neuen Sicherheitssystems. Genau. Ich war ja zusammen mit den anderen drei Fragezeichen, war ich ja unterwegs auf so einem Trip, den ich gemacht habe und habe mein Handy zu Hause gelassen und war wohl keine gute Idee, weil er ist jetzt gestorben, hat er vorhin alles gehört. Dementsprechend sammle ich jetzt erstmal mein Handy ein, sonst werde ich später noch brauchen. Dann können wir uns trotzdem mal hier noch umgucken, was wir hier sonst noch haben. Nämlich zum Beispiel diese drei Fragezeichen. Diese Drucker-Scanner-Kombi ist klasse. Wenn ich noch an unsere kleine, stampfende Druckmaschine denke. Ja, also... Ich finde, heute machen unsere Visitenkarten viel mehr her. Noch diese Visitenkarten hier eingesammelt, die gehören natürlich auch dazu, brauche ich immer. So, und sonst kann ich hier jetzt erstmal nicht viel machen. Dann gehe ich hier nochmal rein und gucke mir nochmal hier die genaueren Geschichten an. Also ihr könnt teilweise irgendwo hinklicken, dann kommt ihr in die Richtung. Wenn ihr natürlich in irgendeine Richtung rausgehen wollt oder sowas, müsst ihr auch in die Richtung klicken. Auch wieder eine schwierige Geschichte. Ich finde, da hätten sie irgendwie so einen Hover oder sowas gut machen können. Ist natürlich auf Touch nicht sehr sinnvoll, weil da habt ihr diesen Hover nicht.
Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch weggelassen. Oder es soll eben einfach ein bisschen schwieriger sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jemand hat auf den AB gesprochen. Hören wir rein? Sie zählt dann blinken. Und deswegen... Hier ist Jelena. Seid ihr undercover, dass man euch nicht übers Handy erreicht? Meldet euch. Obwohl Jelena im Rollstuhl sitzt, hat sie den Bogen raus, wie man einem in den Hintern tritt. Seit dem Fall mit dem Teufelsgeiger hat sie vor allem Justus Paroli geboten. Rufen wir gleich zurück. Mein Sicherheitssystem hat eine höhere Priorität. Da Jelena bereits am vergangenen Samstag auf den AB gesprochen hat, dürfte es sich um eine Lappalie handeln. Ja, und ihr habt gehört, wir können jetzt hier verschiedene Sachen anklicken. Und immer wenn ihr irgendwas anklickt, dann kommentiert eigentlich jemand irgendwas. Gibt es irgendeine kleine Info, also wenn es was Anklickbares ist, natürlich, ihr könnt ganz viele Dinge hier rumklicken, wie ihr wollt, spielt überhaupt keine Rolle. Gibt übrigens nicht sowas wie einen Click-Counter oder so, dass ihr dann irgendwie Punkte verliert oder was. Ihr sollt eine Geschichte durchspielen und genau darum geht es bei dem Spiel. Deswegen können wir hier jetzt über diesen Button einfach wieder zurückgehen, dass wir dann in die Hauptübersicht kommen, hier so ein bisschen weiter entfernt zumindest. Und deswegen schauen wir uns hier einfach mal weiter um. Also was können wir hier noch sehen? Nicht viel zugegebenermaßen. Also was ich hier so anklicke, das bringt mir alles nicht viel. Wenn ich hier auf das Regal klicke, komme ich in einen anderen Bereich, zeige ich euch auch gleich. Vorher möchte ich euch noch aufmerksam machen auf diese kleine Info, die brauchen wir gleich später noch. Und deswegen einfach mal hier umdrehen und gucken. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen kleinen Vogel, das ist unser Haustier. Wenigstens habe ich Blackie schon versorgt. Frische Streu, Wasser, Futter. Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem wir ihn so lange allein gelassen haben. Ja, der beschwert sich auch schon lautstark und so, der kleine Vogel, der sitzt hier schon eine Weile. Hat genug Wasser und so gehabt, aber trotzdem eben so richtig glücklich war er natürlich nicht, weil er hier ganz alleine war. Einen Moment lang habe ich gedacht, die Tür schließt wieder nicht richtig. Und wir können dieses Ding später dann auch öffnen und ihn mal rausholen und solche Geschichten. Machen wir aber gleich erst. Ich gehe nochmal zurück und wir gucken uns hier weiter um, was wir hier sonst noch sehen. Eine Sache, die noch ganz wichtig sein wird später, ist hier die diese... Rausschau-Einrichtung, das ist so ähnlich wie so ein Tiefseerohr oder sowas, also bei einem U-Boot, wo man eben rausgucken kann, ein Teleskop. Mal sehen, was sich draußen tut. Hier kann ich mich jetzt einfach ein bisschen umgucken, was so draußen passiert. Hier sehen wir den Garten, oder besser gesagt, das ist eigentlich ein Schrottplatz, aber das hier ist einfach über so einen Bereich hinweg, kann man da so das Büro sehen. Hier sehen wir Tante auch die Frau. Tante Mathilda möchte nicht pietätlos erscheinen, darum lässt sie alles noch so, wie es ist. Ja, wie gesagt, Tante Mathilda ist eben draußen und da ist ja dieser Mann gestorben, deswegen ist hier alles noch ein bisschen auf so dem Ruhemodus. Da gehe ich jetzt mal raus und ich gucke mal, ob ich noch irgendwas machen kann. Ihr seht hier übrigens überall noch diese komischen X-Zeichen. Das sind nicht irgendwelche Pflaster oder so, die irgendwas markieren, dann irgendwie überlagern sollen, sondern das ist eine Markierung, die wir später noch brauchen werden. Unser Geheimtunnel zur Freiluftwerkstatt ist praktisch, aber auch ein Sicherheitsrisiko. Ja, und ihr seht, er ist ein bisschen sicherheitsbewusst, finde sogar ich. Ich bin relativ sicherheitsbewusst, aber nicht so sehr wie er. Denn er möchte hier jetzt überall auch wirklich diese Alarmanlage einrichten. Im Moment gibt es die noch nicht und wir können hier einfach mal ein bisschen rumklicken und gucken, was es hier sonst noch so zu tun gibt. Relativ wenig, muss ich sagen. Übrigens, wenn ihr hier zum Beispiel drauf geht, kommt ihr zum Hauptmenü zurück. Das werdet ihr später noch brauchen, denn jedes dieser Fragezeichen sagt, welchen der Jungs ihr gerade steuert. Im Moment sind es alle, aber es können dann eben auch mal nur einzelne sein. Und das hier ist ganz wichtig, wenn ihr andauernd brauchen, da sind eure Aufgaben drin. Also, hier seht ihr jetzt auch schon, was es so alles gibt. Und ganz wichtig, wir sollen eben das Sicherheitssystem hier aufbauen. Und dafür gibt es eben irgendwo einen Karton. Und diese Markierung, die wir vorhin mal hier gesehen haben, diese X, die ich euch ja auch schon gezeigt habe, da sollen die hinkommen. Das heißt, wir gehen hier mal raus und suchen jetzt mal den Karton zusammen. Gehe ich hier wieder drauf, damit wir zurückkommen. Und der Karton liegt unter dem Telefon. Seht ihr den Karton? Darin befinden sich die Lichtmodule für unser Sicherheitssystem. Da habt ihr das gehört. Also, machen wir mal auf. Ich habe bereits markiert, wo die Elemente hinkommen. Und hier habt ihr natürlich schon gesehen, das ist euer Inventar, mit dem ihr arbeitet. Wenn ihr draufklickt oder irgendwo das was irgendwo mit benutzen wollt, dann klickt ihr einfach auf das Element, was ihr habt, könnt dann auf irgendwas klicken und je nachdem, ob es dann eben da was zu tun gibt oder nicht, kommt entweder dieser Sound, den wir gerade gehört haben, oder auch wieder dieser Kreis, der irgendwas ausführt. Und jetzt gehen wir einfach mal hier wieder zurück. Und wir wissen ja jetzt, was wir mit den Sicherheitssystemen hier machen sollen, nämlich immer an die Markierung, die wir hier haben, setzen wir einen dieser Laserpointer. Im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Lichtschrank, die wir hier haben.
Und davon gibt es eben jetzt verschiedene Punkte. Das ist so ein bisschen dieser Wimmelbild-Charakter, den man so hat, aber nicht wirklich. Ihr sucht einfach so Positionen heraus, später sammelt ihr auch ein bisschen was. Aber es sind immer nur so Teilaspekte davon. Also das ist nicht das, was dieses Spiel hauptsächlich ausmacht. Wir suchen einfach jetzt diese verschiedenen Sachen zusammen. Ihr seht, da ist auch wieder eine Markierung. Da soll auch was hin. Denn diese Luki hier... Solange Blacky in seinem Käfig steckt, ist gegen frische Luft nichts einzuwenden. Gibt es eben diese Luke, durch die man im Prinzip raus könnte oder rein könnte. Im Moment ist unser Vogel, der Blacky, der hier sitzt, eben in seinem Käfig, brauchen wir also nichts mehr tun. Und jetzt gibt es noch eine Position, wo auch nochmal dieses Sicherheitssystem hin muss. Klicken wir auch da mal hin. Das ist der Empfänger. Hier werden sich alle ausgesandten Lichtstrahlen treffen. Das System lässt sich über mein Handy steuern. Testphase 1. Ich richte es aus nächster Nähe auf den Empfänger. Ja, und jetzt, ihr habt es auch schon gehört, wir sollen unser Handy nehmen und das eben auf dieses Ding hier drauf richten. Und jetzt seht ihr... Bloß keine falsche Bewegung, Kollegen. Ausgezeichnet. Kommen wir zu Testphase 2. Ich schalte die Anlage draußen ein und ihr unterbrecht einen Lichtstrahl. Bis gleich, Kollegen. Jetzt könnt ihr hier oben mal drauf achten. Der Kerl ist nämlich jetzt draußen, das heißt, jetzt blinkt es hier oben. Wir können da mal draufklicken und jetzt hat er eine Aktion auf. Lichtstrahl soll ich unterbrechen? Und jetzt unterbrechen wir halt irgendeinen der Lichtstrahle, ist relativ egal welchen. Um Himmels Willen, Mistress, schalt den Alarm ab! Gehört habe ich den Lärm draußen kaum, aber das Handy hat seinerseits reagiert und... Was guckt ihr so? Glückwunsch. Aber bei dem Lärm ist Blacky nicht der Einzige, der Federn lässt. Ich werde ihn erst einmal beruhigen. Ja, und ihr habt gehört, wir haben jetzt das Sicherheitssystem im Prinzip aufgebaut, aber so richtig glücklich war niemand damit, dass es rumgebommelt hat. Ich meine, es ist ein Sicherheitssystem, wenn man das testet, ist das klar, dass es sich so verhalten muss. Wir müssen auf jeden Fall jetzt den Vogel hier ein bisschen betüdeln, dass ihm das Ganze hier nicht Peter, so sehr auf den Kack geht. Das heißt, wir gehen... Peter, denk an die Luke. Wir kümmern uns um den Kleinen, aber wir müssen jetzt erstmal die Luke hier oben noch zumachen. Also einfach zurück, Luke zuschließen, damit der Vogel nicht rausfliegt, wenn wir ihn jetzt hier den Käfig öffnen. Na, kommst du auf meine Hand, wenn ich dich kaule? Und so, jetzt haben wir ihn auch jetzt im Inventar. Ab auf deine Stange. Und können ihm im Prinzip auch mal draußen hinsetzen. Das ist der ganze Sinn der Sache. Ihr hört immer zu. Also ihr müsst relativ genau darauf achten, was die euch erzählen. Das ist nicht so, dass ihr das völlig ignorieren könnt und klickt einfach mal irgendwo durch. Ihr hättet keine Ahnung, was ihr zu tun habt, wenn ihr das nicht tut. Dementsprechend einfach... Und netter Versuch, Blacky. Mag uns Justus auch noch so erschrecken. Wir bleiben bei Wasser. Ja, und dementsprechend... ist er jetzt eben draußen? Was ist da im Käfig? Ich hoffe, Blacky hat vor Aufregung keine Hinterlassenschaft. Hinterlassen. Ja, was ihr da gehört habt, im Endeffekt, irgendwas ist mit dem Käfig los, wir sollen also was tun. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnert, wir suchen noch den Zeitungsartikel und relativ Kollegen, wahrscheinlich. Ich gestehe, unter der Streu kommt mein schlechtes Gewissen zum Vorschein. Also ich auch gut verdient, finde ich. Dementsprechend, wir haben ich, Peter, das gefunden. Du hast Gedächtnis wie ein Sieb. Am besten, wir breiten die Zeitung auf dem Schreibtisch aus. Und dementsprechend machen wir auch wieder das, was wir gerade gehört haben. Wir gehen also zurück zu unserem Schreibtisch, packen einfach mal diesen Zeitungsartikel auf den Schreibtisch drauf. Was steht denn nun drin über Nolan Gallagher? Und wir wollen eben was herausfinden über den Toten. Was steht hier, was wir nicht über Gallagher wissen? Und ihr seht immer hier so verschiedene Absätze, also man klickt einfach die Bilder an, das reicht schon. Hier steht, dass Nolan Gallaghers Unternehmen seinen Sitz in New York hat. Er flog oft in Silicon Valley, um eine neue Idee zu realisieren. Eine Art virtuellen Reiseführer durch jedermanns Lebensgeschichte. Mhm, okay. Ich entnehme dem Artikel, dass der Millionär an Altersschwäche gestorben ist. Er war nach Rocky Beach zurückgekehrt, um für seine Autobiografie zu recherchieren. Autobiografie, in Ordnung. Da steht, viele kennen Nolan Gallagher als Verfasser von Schauergeschichten, die er auf einer alten Ranch unter Pseudonymen schrieb. Beispiel Don Cartwrights Geiergeflüster.
Hier habt ihr jetzt schon eine relativ wichtige Information. Ich weiß gar nicht, ob sie später noch wichtig wird, aber er heißt Don Cartwright als Ghostwriter mehr oder minder, oder sein Pseudonym besser gesagt davon. Hier sind haufenweise Jobs vom Tellerwäscher bis zum Millionär aufgelistet. Darunter auch das Fördern von Erdöl vor der kalifornischen Küste. Aufgewachsen ist Gallagher in einem Heim. Darum hat er sich später für Waisenkinder eingesetzt. Und ihr seht eben, das ist so seine Lebensgeschichte, wo er aufgewachsen ist, was er getan hat. Und er wird immer älter auf den Bildern. Da Gallagher nie verheiratet war, keine Kinder hatte und es keine Verwandten gibt, ranken sich um seinen letzten Willen Gerüchte. Geht alles an eine karitative Einrichtung, an einen treuen Mitarbeiter oder erbt ein Ahnungsloser alles? Alles schön und gut, aber warum sollte sich Gallagher für den Schrottplatz interessiert haben? Justus, Besuch für euch. Wer ist da bei Tante Mathilda? Etwa Jelena? Ja, und dementsprechend hört ihr jetzt auch schon so ein bisschen, wir kommen immer weiter, also immer wenn ihr was erzählt bekommt oder so, und dann gibt es eben nochmal wieder neue Sachen, die darauf zu steuern und wo ihr dann mitarbeiten müsst. Wir gehen also hier auch wieder zurück, und wo wir vorher nicht aus der Tür raus konnten, könnten wir es jetzt theoretisch, aber noch nicht ganz, denn wenn ich da jetzt draufklicke, dann wird er uns sagen, ich will bei unserem Besuch nicht unvorbereitet sein. Genau, er würde gerne wissen, was es ist. Deswegen haben wir uns ja vorhin das Teleskop angeguckt, dass man im Prinzip einmal rausgucken kann. Mal sehen, was sich draußen tut. Wir gucken also mal ein bisschen in der Gegend rum und finden irgendwann hier eine neue Figur. Das ist zwar völlig unscharf, weil das alles hier auf den vorderen Bereich fokussiert ist. Ist aber nicht schlimm. Wer ist der Mann neben Mrs. Jonas? Ein Kunde? Ist er wegen uns hier? So, und damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Info. Das reicht ihm auch. Damit können wir jetzt dann raus aus diesem Wohnwagen oder wo auch immer wir uns hier befinden. Es ist nicht wirklich ein Wohnwagen. Also es ist so eine Geheimzentrale, versteckt unter Schrott. Seht ihr gleich. Wir klicken also mal drauf. Lecky! Und jetzt ist einfach noch die Sache, der Vogel ist noch draußen, wir müssen den also wieder zurück in seinen Käfig bringen. So, jetzt ab auf deine Stange. Tut mir leid, Lecky, aber wir wollen ja nicht, dass du uns wegfliegst. Ja. Also zumachen, haben wir auch gemacht, gehen hier wieder raus. Klappe, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt wieder auf- oder zumachen soll, ich glaube, sie bleibt einfach wie sie ist. Und jetzt können wir eben drauf. Wartet, Kollegen, ich will noch die Alarmanlage einschalten. Und wenn wir gehen, müssen wir die Alarmanlage einschalten. Das ist jetzt auch wieder sowas, wenn ihr nicht wisst, wo dieses Versteck, dieses Geheimversteck von den dreien hier ist, dann bringt euch das natürlich relativ wenig, was ihr hier jetzt seht, weil wo soll es sein? Wichtig zu wissen ist daran eigentlich, der Kühlschrank hier hinten ist der eigentliche Eingang. Das heißt, wir klicken unser Handy an, dann dabei kann man die Alarmanlage anmachen und klicken einmal auf den Kühlschrank. Jetzt hat er Björn gehört. Sich bald an das Sicherheitssystem. Jetzt hat er dieses Björn gehört. Das Björn war einfach nichts anderes als Laser, die wieder angegangen sind, und dementsprechend haben wir hier jetzt eben den Spaß drin. Und ihr seht schon, was ich meine. Also ihr habt überhaupt keine Hilfe. Ihr müsst euch da wirklich selber durchklicken, durchgucken, was ihr haben wollt. Ihr müsst immer mal wieder hier auf diese Testliste gucken. Hier drin seht ihr eben, hey, okay, alles klar, Sicherheitssystem ist da in Ordnung, Aushilfe, wir sollen uns die Aushilfe angucken, und es gibt noch hier einen Blick auf unsere Visitenkarten, die wir haben. Können wir uns selber. Wenn wir in die Zentrale wollen, muss ich erst das Sicherheitssystem abschalten. Na, habt ihr es auch schon gehört, wenn ich da draufklicke, kommt eben dann die Info. Das ist die eigentliche Zentrale, sonst wüsste man das nicht, außer ihr kennt eben die drei Fragezeichen schon sehr gut. Und sonst gibt es hier jetzt nicht viel zu tun, wir gehen also mal vorne hin. Und finden hier jetzt einfach verschiedene Justus, Typen. Sieh mal, was ich für dich habe. Ein Tresor? Oh, genau so ein Modell wollte ich schon immer haben. So, wenn ihr mich jetzt fragt, warum der unbedingt einen Tresor haben wollte, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, denn er bleibt auch leer, noch eine ganze Weile zumindest. Auf alle Fälle. Mein Rücken macht Probleme. Stopp, stopp. Ihr müsst mir erst einen Gefallen tun. Ein Kunde wünscht stabile Kisten, die sogar einen Elefanten tragen würden. Ach je, entschuldige Onkel Titus, wir haben gar nicht an deinen schlimmen Rücken gedacht. Wir halten nach geeigneten Kisten Ausschau. Ja, und da habt ihr im Prinzip gehört, was wir ihm geben müssen, damit wir den Tresor bekommen. Das sind diese Kisten hier. Eine davon habe ich, 10 sollen es sein, die hier überall rumfliegen. Die werdet ihr jetzt einfach nach und nach auf den verschiedenen Screens immer mal wieder sehen. Ist so eine Art Nebenquest, was wir hier haben.
Wobei ihr den braucht. Also ihr müsst später diesen Tresor haben, sonst könnt ihr da nicht weiterkommen und so. Es hängt alles miteinander zusammen. Erstmal gucke ich jetzt aber noch, den können wir auch gleich mitnehmen. Ich glaube, das hier ist auch einer. Haben wir jetzt alle auf dem Screen? Ich glaube ja. Wenn nicht, kommen wir gleich nochmal vorbei. Auf alle Fälle sollen wir jetzt hier nochmal einfach gucken, was denn los ist. Ich weiß nicht, was Mr. Gallagher bezweckt hat. Fragen Sie meinen Neffen. Er und seine Freunde haben ein Händchen für Rätsel. Mhm. So, und hier ist eben unser Besucher, von dem wir keine Ahnung haben, wer das eigentlich ist. Quatschen mal mit ihm. Ich möchte euch Mr. Ethan Weil vorstellen. Er hat mir versichert, dass er kein Reporter ist, aber eine sonderbare Sache untersucht. Nennt mich Ethan. Wer von euch ist nun wer? So, und der fragt uns jetzt im Prinzip, wir kennen ihn noch nicht, er uns auch nicht. Was macht man? Man gibt seine Visitenkarte raus. Kannst auch jetzt ein bisschen rumklicken, dann wird euch das auch nochmal gesagt. Aber dementsprechend hier auf das Teil draufklicken und es an ihn weitergeben. Dürfen wir dir unsere Karte überreichen? Ich bin Justus, der erste Detektiv. Das ist Peter, unser zweiter, und Bob, Recherchen und Archiv. Dann steht das weiße Fragezeichen für dich, Justus, das rote für Peter und das blaue für Bob. Nein, bei den letzten beiden verhält es sich umgekehrt. Das wissen nur unsere engsten Fans. Das erinnert mich an meine Kindheit im Waisenhaus. Wir hatten so etwas wie einen Rätselclub. Seht mal, da am Lagerfeuer, das bin ich mit Chip Delaney und Natalie Boyd. Keine Ahnung, was aus den beiden geworden ist. Unser Betreuer war Nolan Gallagher. Dieses Foto hat er mir letzte Woche geschickt. Auf der Rückseite steht etwas. Eine Aufforderung von Onkel Titus, die Nummer 57 zu ersteigern. Ich habe den alten Gallagher nicht erkannt. Und nun ist er... entschuldigt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir noch spielen. Irgendwann, wenn ich da meine, jetzt haben wir einen guten Abschluss, können wir da einfach mal reingehen. Auf alle Fälle seht ihr, dass jetzt verschiedene Teile so ein bisschen zusammengekommen sind. Und jetzt wird es langsam auch zu einer Aufgabe, zu einem Spiel, wie auch immer. Weil ihr vorher so ein bisschen reingeschmissen wurdet irgendwie. Ich habe immer den Eindruck, so, man ist nicht super geführt bei dem Spiel. Ihr müsst also wirklich selber so ein bisschen herausfinden, was ihr eigentlich tun müsst, wohin ihr müsst und so weiter und so fort. Hier ist es jetzt einfach so, dieser Typ... Geht es wieder? Worum handelte es sich bei Gegenstand Nummer 57? Ihr nehmt den Fall an? Ich habe den Gegenstand tatsächlich ersteigert. Aber was soll ich mit einem billigen Traumfänger anfangen? Also, hat ein Traumfänger ersteigert, warum auch immer, weil eben der Titus, ich glaube, er hieß so, weil er das im Prinzip ihm als Auftrag gegeben hat, er soll diesen Gegenstand ersteigern, warum auch immer. Aber interessant daran ist eben, dass er sie alle hergelockt hat dadurch. Du hast recht, Ethan. Wir gehen den Traumfänger zurück. Ist nur Plunder. Vielleicht haben die anderen weisen Kinder die gleiche Aufforderung erhalten. Dann hätten sie mitgeboten. Dessen war ich mir nicht bewusst. Nehmt das Foto. Vielleicht hilft es euch dabei, mir zu helfen. Also kriegen wir das Foto dafür geschenkt, mehr oder minder, dass wir mit ihm gesprochen haben. Und jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr und jetzt geht's auch weiter dann. Ich kann also hier jetzt nochmal draufklicken. Gallagher gab uns immer Rätsel zu knacken. Er liebte es, wenn wir uns den Kopf zerbrachen. Ich glaube, in diesem Punkt hat er sich nicht geändert. Mag sein. So, also dementsprechend, hier gibt es jetzt nicht wirklich viel mehr zu tun. Wir können nochmal nach diesen Boxen gucken, aber ich glaube, auf dem einen Screen ist hier sonst nicht mehr super viel zu holen. Hier jetzt schon wieder. Hier ist nämlich eine Box und da drüben ist noch eine. Die nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Und dann können wir einfach wieder zurückgehen. Auch dafür hier einfach in diese dunklen Ecken klicken, die ungefähr in der Richtung liegen. Also müsst ihr euch erst mal ein bisschen merken, wo ihr dann im Prinzip wo rauskommt. Ihr habt gehört, wir haben diesen Tresor jetzt als Aufgabe. Dafür müssen wir diese Boxen sammeln, die wir gerne hätten. Ich weiß gar nicht, ob hier noch eine war. Nee, ich glaube nicht. Und wir haben 6 davon bis jetzt zusammen. Ich gehe einfach mal zurück. Gucken wir mal, hier haben wir auf alle Fälle noch eine, die nehmen wir auch noch mit. Hier vorne steht noch eine, jetzt haben wir schon 8. Und ich weiß gar nicht, wo die letzte jetzt noch war. Ich glaube, die letzte ist dann noch hier hinten. Erstmal quatschen wir noch hier vorne mit der Dame. Ach, was waren noch Zeiten, als Kimmich und Patrick bei uns gearbeitet haben. Tja. Ich glaube kaum, dass Titus Aushilfe den irischen Brüdern das Wasser reichen kann. So, wenn ihr jetzt ganz genau hinguckt... Da ist noch eine Box, nehmen wir auf alle Fälle auch noch mit.
Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Aushilfe an, die da hinten arbeitet. Jetzt verstehe ich, warum Mrs. Jonas Vorbehalte hat. Ja, also eine Aushilfe ist eben auf dem Shotplatz auch noch da und mit der können wir jetzt auch kurz noch quatschen. Ach, ganz schön anstrengend. Aber wenn Mr. Jonas neue Regalbretter wünscht, dann kriegt er sie auch. Ich hoffe nur, Mrs. Jonas hat etwas Nachsehen. Ja, und was ihr hier schon hört, also es ist eine super Sprachausgabe bei dem Spiel. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Hier kommen wir wieder raus. Ich glaube, hier gibt es sonst jetzt nichts mehr zu holen, außer diese eine Box. Falls wir die klicken, haben wir jetzt alle 10 zusammen, können also jetzt mal hier wieder zu dem Dings zurück. Da muss ich immer selber ein bisschen klicken, wo ich da hin musste. Hier komme ich raus. So, und jetzt können wir im Prinzip mit ihm hier nochmal quatschen, ihm dieses Ding geben und dafür kriegen wir dann eben diesen Tresor. Zumindest wäre das schön. Wir dürfen ihm die nicht geben, sondern er hat ja einen schlechten Rücken. Auch wieder zuhören, sonst klappt es nicht. Und deswegen packen wir ihm das gleich auf seinen Transporter. Dankt euch. Alles klar. Der freut sich darum. Oh, Mann, ist der schwer. Wo soll er denn hin, Justus? Wir stellen ihn in der Dunkelkammer. So, die habe ich euch vorhin nicht gezeigt, diese Dunkelkammer. Klick hier mal auf zurück, gehen hier nochmal wieder rein. Die Dunkelkammer ist in unserem eigentlichen Versteck. Um da reinzukommen, müssen wir ja wieder die Alarmanlage ausschalten, also tun wir das auch wieder. Gehen also jetzt mal in das Versteck rein, dafür geht die Klappe hier auf. Wir können hier draufklicken und dann ist so ein Gitter, was irgendwie weggeschaltet. Wofür, weiß ich auch nicht, also irgendwie ist es halt so. Und damit kommen wir jetzt durch. So, und jetzt gibt es hier ein blinkendes... Ich schlage vor, wir scannen Ethans Foto ein. Am Rechner sehen wir mehr. Aber was nützen uns die Gesichter von Kindern? Wir sahen als Kids doch auch anders aus. Anders, aber ähnlich. Vielleicht dient das Foto als Grundlage. Also auch hier wieder guter Hinweis, genau zuhören. Wir scannen jetzt das Bild. Wenn wir das Bild eingescannt haben, haben wir die Kinder auf einem größeren Bildschirm, können uns das besser angucken. Und wir werden danach noch ein bisschen was damit tun und können dann später eben herausfinden, wer denn hier überhaupt diese Kinder sind, worum es hier überhaupt geht und was dahinter steht. Also machen wir das doch einfach mal. Ich klicke hier drauf. Achso, nochmal mein Hinweis, wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, hier steht's. Wir müssen die Dinger eben einscannen. Das sind die verschiedenen Anweisungen in dem Game, die da jetzt nach und nach eben reinkommen. Wir legen also mal dieses Bild dahin. So, und damit wir damit das anfangen können, müssen wir eben unseren Rechner hier mal einschalten. Unten ist ein großer Knopf. Muss ein sehr altes Gerät sein, macht nämlich ziemlich viel Lärm und piept rum und so, aber was auch immer. Da sind die drei Fragezeichen schon drauf und wir können das Bild einfach mal einscannen. Klickt mal einfach zweimal auf das jeweilige Bild und dann ist es durch. Keine auffälligen Sommersprossen oder Leberflecken. Wenn die beiden anderen Ethans Konkurrenz um das Erbe wären, würden wir sie heute nicht erkennen. Die Polizei arbeitet doch mit Programmen, die Gesichter altern lassen. Rufen wir Inspektor Cotter an. Also auch der, da gibt es eine schöne Lösung, nämlich wir sollen diesen Inspektor anrufen. Okay, da ist ein Telefon, klicken wir mal drauf. Wird nicht funktionieren, sage ich euch gleich. Ist nämlich besetzt. Besetzt? Versuchen wir es eben später nochmal. Genau. So, und dementsprechend können wir da jetzt nicht viel tun. Könntest du auch jetzt 30 Mal draufklicken, spielt überhaupt keine Rolle. Wir gehen also zurück und jetzt hat man noch die Aufgabe, den Tresor unterzubringen. Auch das tue ich jetzt einfach mal. Die Dunkelkammer ist übrigens da hinten, dieser Raum. Da kommt ja auch vorher schon hin. Macht man leider Licht an? Hier sehen wir den Lichtschalter, machen wir einfach mal an. Am Anfang könnt ihr hier gar nichts tun. Also wenn ihr reinkommt, dann klickt ihr halt den Lichtschalter ein und egal wo ihr hinklickt, wird er wieder ausgeschaltet und geht wieder raus. Spielt keine Rolle. Aber in dem Fall haben wir ja jetzt unseren Tresor. Hervorragend. Ich will euch gar nicht weiter belasten. Um die Kombination kümmere ich mich ein andermal. Chefsache. Verstehe. Ja, da hört man auch, es gibt eine Hierarchie bei denen. Also es gibt im Prinzip die drei verschiedenen Detektive hier. Erster Detektiv, zweiter Detektiv und so ein Archivar-Typ hier oder sowas. Der ist irgendwie für die Akten und so zuständig. Wie gesagt, ich war nicht der super große Drei-Fragezeichen-Fan damals. Ich habe eher so TKKG und so ein Zeug gehört. Aber trotzdem, das Spiel selbst, coole Geschichte. Wir können hier auf alle Fälle das Ding mal hinstellen.
Weiß um den Tresor braucht ihr euch nicht zu kümmern. Und sobald wir das einmal reingestellt haben, ist der Tresor für uns völlig uninteressant, denn die Kombination will er neben den Mitarbeitern dann nicht sagen. Finde ich ein bisschen, naja, aber seine Sache, nicht unsere. Auf alle Fälle haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit dadurch totgeschlagen. Bringt uns aber trotzdem nichts. Ja. So ist es eben immer noch besetzt, der Kerl. Besetzt. Ein sehr. Versuchen wir es eben später nochmal. Genau. Wohl ein sehr beschäftigter Kommissar, den wir da haben. Die Zentrale ist noch nicht gesichert. Immer wenn ihr abhaut, müsst ihr die Zentrale sichern. Das nervt mich ein bisschen so am Spiel, dass man immer wieder so gleiche Abläufe hat. Aber irgendwo ist es natürlich auch logisch. Dementsprechend, wir quatschen einfach nochmal hinten. Das ist jetzt auch wieder sowas. Wie sollt ihr darauf kommen? Das habe ich einfach durch verschiedenes Hin- und Herklicken und irgendwie mich hier umschauen herausgefunden. Da oben läutet jetzt ein kleines Lämpchen. Und wenn ich da jetzt mal mit ihr quatsche... Oh, seht ihr das? Das Lämpchen blinkt. Aha. Sowas. Das heißt, in der Zentrale klingelt das Telefon. Ja, und das heißt im Endeffekt, wir können ja zurück zur Zentrale und da jetzt mal gucken. Das ist jetzt direkt nacheinander. Achso, übrigens, ihr könnt, wenn ihr anfasst und verschiebt, dann so ein bisschen das Bild verschieben. Meistens ist es erstmal am Anfang relativ egal. Wenn ich jetzt drauf gehe und dann eben wieder zurück zu diesem Trödelmarkt-Ding jetzt hier, oder diesem Schrottplatz, dann können wir hier wieder drauf gehen. Gehen hier mal in diesen Raum rein, wieder in unsere Zentrale, weil, wie gesagt, wir haben ja gerade schon gehört, Telefon hat geklingelt, wir gehen also mal hin. Ihr seht wieder, wir haben wieder einen Anruf. Hallo Jungs, Kotter hier. Ich habe mich noch gar nicht für euren Einsatz neulich bedankt. Wir sind dramatisch unterbesetzt. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung, trotz dieses Todesfalls. Kotter scheint jetzt erreichbar zu sein. Alles klar, ist wohl jetzt da, das heißt, wir können jetzt im Prinzip zurückrufen. Inspektor Kotter, hier ist Justus Jonas. Tut mir leid, wenn ich mit der Tür ins Haus falle. Wir brauchen Zugriff auf Ihr Programm, das Gesichter auf Fahndungsfotos altern lässt. Hallo? Du weißt genau, dass ich euch keinen Zugang gewähren kann. Aber ich maile dir einen Link für eine abgespeckte Freeware-Version. War's das? Danke, Inspektor Kotter. Oh, er hat schon aufgelegt. Also ziemlich ungeduldiger Kerl, aber er hat uns eben jetzt eine Hilfe zugeschickt. Wir können hier auf den Computerbildschirm klicken. Wie Esel heute aussieht, wissen wir. Mit ihm als Kind machen wir unseren Testlauf. Ja, und jetzt habt ihr im Prinzip gehört, okay, wenn man weiß, wie einer von denen aussieht, können wir es jetzt einfach mal ausprobieren. Wenn der relativ nah rankommt, werden die anderen eben dann auch klappen. Auch dafür klickt ihr hier einfach wieder auf die Leute drauf. Und hiermit könnt ihr jetzt einfach solche Verwandlungen durchmachen. Und die ein bisschen weiterbringen und gucken, wie die eben dann in Zukunft irgendwann mal aussehen werden. Das ist eine reine Interpolationsgeschichte. Ob das jetzt wirklich auch so gut funktioniert, wie es hier der Fall ist, garantiert nicht. Aber was soll's? Nicht schlecht. Herr Schmied, ist das jetzt eben unser Besucher. Ich drucke uns das Bild aus. Versuchen wir es jetzt mit dem anderen Jungen. So, und was ihr da auch gesehen und gehört habt, ist auch wieder, ihr müsst sehr gut zuhören bei dem Spiel, denn dieser Auftraggeber von euch ist ja einer der Waisenkinder, die im Prinzip mit diesem Typi hier auf diesem Zeltlager waren, deswegen in diesem Bild drin waren. Und deswegen konnten wir eben jetzt sehen, der sieht genauso aus wie der auf dem Schrottplatz. Und das ist eben das, was bei dieser Software hier gut funktioniert. Klicken wir also mal den anderen Kerl hier an, gucken, wie der aussieht. So in etwa müsste dieser Chip mittlerweile aussehen. Alles weitere wie Bart, Frisur und Nasenfahrrad kann man ihm nur andichten. Mal sehen, was das für das Waisenmädchen bedeutet. Und was ihr auch gerade gehört habt, sie sind da relativ vorsichtig. Finde ich gut, dass sie das so gemacht haben. Es ist einfach nur geraten, was der so an Bartschmuck und so hat. Ganz normal, das stimmt auch wirklich so. Und jetzt haben wir noch dieses kleine Mädchen hier. Klicken wir da nochmal drauf. Und wie gesagt, Frisur und Co. können wir nur andichten. Ich glaube, meine Pupillen tanzen Tango. Das ist doch die Aushilfskraft von Mr. Jonas. Das kann kein Zufall sein. Wir sollten uns diese Natalie mal vorknöpfen. Mal sehen, was sie zu unseren Ausdrucken sagt. Damit haben wir so eine Art kleines Mini-Kapitel am Anfang fertiggestellt. Ihr habt gesehen, unsere
Natalie, die da hinten eben arbeitet auf dem Schrottplatz, die jetzt unsere Aushilfskraft ist, die scheint auch eins der Waisenkinder zu sein. Und das ist natürlich vielleicht kein Zufall, dass die jetzt auch da ist, wenn gerade der Typ da gestorben ist, dieser Titus. Und dementsprechend jetzt eben sie auch hier rumlungert, zusammen mit dem anderen, der eben diesen Windfänger da, oder Traumfänger besser gesagt, diesen Traumfänger ersteigert hat. Dementsprechend ist sie irgendwas im Busch. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf, das Spiel zu spielen. Und wenn ihr Interesse habt an dem Spiel und die Geschichte noch ein bisschen weiterverfolgen wollt, dann ladet es euch einfach runter, schaut mal, ob es euch gefällt. Ich finde es ziemlich nett gemacht und es ist wirklich was für Leute, die ein bisschen anspruchsvoller sind, was solche Games angeht. Denn, wie gesagt, Hilfen und sowas gibt es hier überhaupt nicht. Ihr müsst also wirklich selber herausfinden, was dahinter steht und sehr genau aufpassen, was hier erzählt wird, was da ist und so weiter. Nochmal ganz wichtig, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, ich habe das auch am Anfang, das erste Mal, als ich es gespielt habe, häufiger gebraucht. Hier draufklicken, hier kriegt ihr einfach ein paar Infos dazu. Die Dame ist eben Natalie Bolt und so weiter. Wir sollten also mit ihr quatschen und mal gucken, was denn dahinter steht und ob sie noch was mehr weiß. Und so geht es jetzt immer weiter in dem Spiel. So, dann würde ich sagen, höre ich hier mal auf. Nochmal gesagt, wenn euch das Spiel gefällt, nicht erwischt, so. Wenn euch das Spiel gefällt, dann schaut einfach mal vorbei, auch dem Entwickler natürlich gerne einen Thumbs Up da lassen und so, und weil macht einfach Spaß. Und apropos Thumbs Up, wir sind natürlich auch am Ende dieser Episode angelangt dieses Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bei mir auch bitte noch einen Thumbs Up da. Und natürlich, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, dann tut es bitte, oder zumindest wenn ihr das nächste Video auch wieder haben möchtet und genau wissen wollt, wann das nächste Mal eben dieses Video hochgeladen wird, könnt ihr natürlich draufklicken. Ich kann es euch gleich sagen, es ist immer so im Wochenrhythmus bei mir. Das heißt, typischerweise Samstag, Sonntag, irgendwo in diesem Bereich kommt auch die nächste Episode wieder, nächstes Mal wieder auf Englisch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, entweder was die Technik angeht, was die Spiele angeht, irgendwas sagen wollt, vielleicht auch sagen wollt, wie weit ihr beim Spiel gekommen seid oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas halt kommentieren wollt, guckt doch einfach mal hier unten rein in die Kommentar-Section und kommentiert etwas. Ich versuche alle Fragen zu beantworten, die ich gestellt bekomme und natürlich auf alles zu antworten, was irgendwie da ist. Zumindest solange ich jetzt nicht irgendwie ein paar Millionen Subscriber habe oder so, ist das alles noch relativ simpel. Kann ich dann noch gut drauf antworten und freue mich natürlich auch über jedes Kommentar, was ihr da lasst. Gut, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Nächste Woche dann auch wieder, wie gesagt, Samstag, Sonntag so in dieser Ecke. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine schöne Woche und auf Wiedersehen!